Es sind chirurgisch präzise Handgriffe, die von Amateuren aus der Distanz ausgeführt werden. Gestern am Mittwochabend konnten die Leute den Roboter selber steuern, der im Spitalzentrum Biel für Operationen eingesetzt wird. Es war amüsant. Ich konnte ein paar kleine Sachen hin und her bewegen. Es hat mir gezeigt, wie ein Arzt in der Realität arbeitet. Viele von diesen Hobbychirurgen sind schon selber mit diesem Instrument operiert worden. Ich bin hierher gekommen, weil ich im Februar mit so einem Roboter operiert worden bin. Man hat mich mit dem behandelt und jetzt hat mich Wunder genommen, wie sieht das nachher eigentlich 1:1 aus. Der Da Vinci XI operiert seit 2 Jahren im Bieler Spital, immer unter der Anleitung eines Chirurgen oder einer Chirurgin. Er verleiht ihnen zusätzliche Stabilität und Präzision. Für uns hat es den Vorteil, dass unsere Patienten sich schneller erholen. Zum Beispiel bei den Niereneingriffen haben wir früher einen grossen Schnitt gemacht über die ganze Flanke und wir heute noch so minimal invasiv kleine Schnittchen machen können. Das heisst, Patienten können sich deutlich früher aus dem Bett auf, sie können früher nach Hause gehen und haben weniger Schmerzen. Eine medizinische Technologie, die für einen Robotikprofessor Gabriel Grüner noch entwicklungsfähig ist. Für mich das Wichtigste wäre, im Moment wird der Roboter voll vom Arzt fernbedient. Und man könnte gewisse Funktionen automatisieren, zum Beispiel das Nähen. Man kann dem Arzt einfach einen Befehl geben, bitte jetzt nähen von hier bis da. Und der Roboter macht das automatisch. Der Roboter vom SZB wird im Moment von der Chirurgie, Gynäkologie und der Urologie eingesetzt. Das Spitalzentrum plant in Zukunft, den Roboter auch in anderen Bereichen einzusetzen.